Sie erkennen sie sofort an ihren tollen blonden Locken. Heute werden Sie sie auch mit völlig anderen Haaren sehen. Katja Riemann ist heute Abend bei uns. Ein Wochenende mit der RAF und leidenschaftliche Stimme. Jetzt auf dem roten Sofa. Sie war eine Dame, sah sich selbst aber eher als Clown, der sich in die Herzen der Menschen spielt. Eine wirklich sehr, sehr sympathische Frau, sehr, sehr sympathische Schauspielerin. Und Katja Riemann, ich sehe es im Grunde schon an. Ist schon auch eine starke Erinnerung, die Sie an Sie, Marie Fendel, haben. Ich habe es ja jetzt gerade erst erfahren. Ich kannte sie natürlich und bin mit ihrer Tochter befreundet. Und das ist ganz traurig. Wir werden Sie in Erinnerung behalten, mit Ihren Filmen, selbstverständlich auch. Katja Riemann ist heute Abend auf dem roten Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Kurze Zeit jetzt zum Durchschnaufen. Es gibt erstmal eine kurze Einstimmung. So, und da sitzen Sie auf dem roten Sofa. Ich bin sehr, sehr froh, muss ich Ihnen gestehen, dass Sie Ihre blonden Locken haben. Weil heute Morgen, da habe ich sie schon angesehen, in dem Kinofilm, den konnte ich mir vorher schon angucken, das Wochenende, und da habe ich sie fast nicht erkannt. Es gibt da ein Zitat von Sebastian Koch tatsächlich in dem Film, das dann nämlich lautet, deine Haare sind ganz anders als früher. Ist schon, wir haben auch ein Foto vorliegen, müssen wir gucken mal jetzt hier, wie haben Sie das gemacht mit diesen Haaren? Haben Sie die gefärbt oder wie ging das? Das ist eine Perücke. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Wer ist die Inga, die Sie spielen? In kurzen Sätzen. Die Frage verstehe ich nicht. Naja gut, die Inga ist, also dann versuche ich es zu sagen. Ja, Inga sagen ist eine, Sie Frau, eine Frau, die mit in dem Fall Tobias Moretti zusammenlebt, im Grunde auch zu einer gut situierten Gesellschaftsschicht gehört, sehr. Kann man so sagen. Und plötzlich ihre Freundin Tina kommt mit einer Nachricht drüber, dass Sebastian Koch in dem Fall entlassen worden sei. Und man trifft sich alle in einem Wochenendhaus von der Tina. Und Sebastian Koch stellt sich raus, ist halt ehemaliger RAF-Mitglied gewesen, der jetzt entlassen wurde. Und alle waren da drin verstrickt. Hm. Habe ich es richtig erzählt? Ich finde es interessant, wie Sie es erzählen, weil ich würde es komplett anders erzählen. Spannend, sehr dichter Film, kann ich nicht anders sagen. Ja, das kommt freut am mich, 11. dass Sie das sagen. Hier wird ein Mädchen eingeschult, später die berühmteste Tochter des Ortes. Der Lockenschopf links lernt hier lesen und schreiben. Und mir ist dann in der ersten Reihe ein Kind aufgefallen, ein Mädchen mit einer sehr lebendigen Ausstrahlung, ich glaube mit blonden Locken. Und ich habe dann nach dieser ersten Kunststunde erfahren, das ist Katja Riemann. Und das war angeblich eine typische Pose, an die man sich hier noch gerne erinnert. Tja, Kirchweihe, da sind Sie aufgewachsen. Und, wie haben Sie das so, diese kleine Retrospektive quasi aus Kirchweih empfunden? Wahnsinnig peinlich. Wieso? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Echt, ich finde das unheimlich intim, ich gebe niemandem was an. Aber es wurde doch kein Geheimnis oder... Ja, aber ich finde es intim, es ist intim. Geht ja nicht um Endgeheimnissen, das ist eine sehr intime Sache. Und ich finde es mir sehr unangenehm, dass die Damen und Herren da fürs Fernsehen Sachen aussagen mussten. Sie mussten das ja nicht, Sie haben das ja sehr gerne getan, weil Sie auch sicherlich in gewissermaßen vielleicht stolz sind oder Sie mögen und sagen, Mensch, das ist doch, also... Ja, wenn Sie es sagen. Ja, nee, mir ist es peinlich, was soll ich sagen? Mir ist es peinlich, ich schäme mich schnell. Ja, gut, das ist Ihre Meinung, natürlich, klar, aber ich hätte mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das interessant, mal so viele Jahre zurückzugucken und zu sagen, Mensch, okay, so bin ich damals aufgewachsen, das war dieser Ort. Gut, ne? Ja. Gut, ja, manchmal gelingen Dinge eben nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir dachten, wir würden Katja Riemann eine Freude machen, oder? Das ist ganz süß von Ihnen. Ja, das ist nur so, dass ich, der gute Wille war da. Ich schäme mich halt so schnell irgendwie. Also, und ich rede nicht so gerne über meine Person, sondern lieber über die Dinge, die ich tue oder so. Das ist mir halt peinlich, tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte anders reagieren. Wissen Sie, das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm, oder? Ich sage ja nicht, dass es schlimm ist. Das ist Ihre Terminologie. Das ist nicht meine. Ich kann sagen, wenn Sie mich fragen, wie es mir damit geht, sage ich Ihnen die Wahrheit. Ich meine, Sie brauchen sich dafür nicht zu entschuldigen. Das ist ja. Das tue ich ja auch nicht. Ich entschuldige mich ja nicht. Aber ist ja egal. Haben Sie eigentlich mal so, nur aber um mal auf ein anderes Thema zu kommen, könnten Sie sich vorstellen, irgendwann mal wieder aufs Land zu ziehen? Auf welches? Egal. Jetzt mal, also Sie, es muss eben nicht so, nicht urban sein, sondern tatsächlich mal wieder. Wieder in eine ländliche Umgebung raus. Zum Leben oder zum, ja, zum Sein? Leben. Mal hin und wieder. Äh,
Also ich reise ja viel. Ich bin ja auch nicht nur in der Stadt. Mhm. Das beantwortet jetzt nicht so direkt meine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Es dauert vielleicht ein bisschen, um sich mit dem Gedanken anzufreunden. Okay. Musik. Wie Musik? Das ist auch Ihre Leidenschaft. Jetzt kommt Musik. Musik. Und zwar, Musik. Sie sind ja eine großartige Sängerin. Millionen Menschen kennen Sie als Schauspielerin. Aber Sie sind auch eine großartige Sängerin. Und zum Beispiel haben Sie das neulich gezeigt, ist schon ein bisschen her, bei Inas Nacht. Und Sie zu Hause werden begeistert sein, mit was für einer Stimme tatsächlich Katja Riemann da zu Werke geht. Sensationell, oder? Daher leuchten auch Ihre Augen gleich ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Ne? Sie schreiben ja auch ganz viele Ihrer Texte und Ihrer Lieder. Komponieren Sie selber, aber Texte? Ja, da sind Sie jetzt so ein bisschen. Von den Texten? Spät. Ja, ich hab ja Katja Riemann, Nachtblende, Favorites, habe ich ja alles hier. Aber das ist ja, sind ja 10 Jahre alte Sachen. Lassen Sie uns lieber über heute reden. Dann erzählen Sie. Erzählen Sie über heute. Die Musik heute. Haben wir eben gerade gemacht? Das habe ich ja gerade gemacht. Genau. Ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Dann könnten wir jetzt noch mal ganz kurz, weil ich wollte nämlich mal wissen, worauf Sie achten, wenn Sie selber Texte schreiben. Was Sie für Texte schreiben, was Sie damit ausdrücken wollen. Ja, aber verstehen Sie, ich habe meine letzten Texte geschrieben vor 10 Jahren. Mhm. Insofern habe ich gar keine Texte mehr. Ja, irgendwann muss man es auch mal bleiben lassen. Ich versuche jetzt nicht. Ist auch hierher nach Deutschland natürlich. Ja. Am Tatort letzten Sonntag hieß es auch, Menschenhandel ist inzwischen das größte Geschäft, was es auf der ganzen Welt zu machen gibt. Ganz grässlich, wenn man sich das vorstellt. Das war natürlich Fiktion in dem Fall. Hier haben wir es mit realen Menschen zu tun, mit realen Kindern, die in Nepal halt versklavt werden. Sie waren jetzt im Januar, waren Sie in Nepal? Wie haben Sie die Menschen, es gibt auch Pressefotos davon, die möchte ich Ihnen mal zeigen. Wie haben Sie die Menschen erlebt in Nepal? Wie meinen Sie? Ja, die Kinder, die Sie dort kennengelernt haben, die halt dieses Schicksal schon hinter sich haben. Ja, das ist ja schon mal was. Ich bin nicht gegen mein Mikro gestoßen, entschuldigen Sie bitte. Das macht nichts. Bitte Sie. Katja Riemann heute Abend auf dem roten Sofa, kommende Mittwoch, Verratene Freunde, im 1. 20.15 Uhr, toller Spielfilm. Hoffe ich zumindest. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen in diesem Fall. Das muss ich jetzt mal gestehen, zu meiner großen Schande, weil ich ja das Wochenende gesehen habe in voller Länge. Deswegen verraten Sie uns bitte in etwa die Story dieses Films. Ja klar, voller Genuss. Ja. Und Stefan Kromer ist der Regisseur, ein großartiger Regisseur, wie ich finde. Und Daniel Nocke ist der Autor, der so ein Nerd ist, einfach ein wahnsinnig schlauer Mensch. Ihr seid so eine tolle Clique da, ihr Fernsehleute da zusammen, Filmleute. Das ist so, man kennt sich untereinander. Aber wir schauen uns mal eine Szene an. Verratene Freunde, kommende Mittwoch im 1. 20.15 Uhr. Könnten Sie eigentlich in so einer Abhängigkeit leben? Wir sind wahnsinnig hell ausgeleuchtet. Sieht gut aus, oder? Finden Sie das Find's auch? Toll. Wollen wir nicht ein bisschen dunkler machen? Ich finde also... Für Frauen wenn über 40 das... oder so, oder? Aber so. Also... Ne? Entschuldigung, ich habe mich gerade nur da selber angeguckt. Also wenn wir das können, machen wir es gerne ein bisschen dunkler. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, Sie sehen fantastisch aus. Ja, klar, das würde ich auch sagen an Ihrer Stelle jetzt. Nee, ich sehe Sie ja auch in Natur. Was war jetzt die Frage? So, ob Sie in so einer Abhängigkeit leben können. Und was für eine Abhängigkeit? Wie die Frau von Heino Ferch in dem Film Verratene Freunde. Kommende Mittwoch im 1. Haben Sie jetzt diese Frage jetzt ganz im Ernst gestellt? Ich möchte einfach wissen, wie Sie sich... Sie wollen sich nur mit mir unterhalten, wissen Sie was, das ist Sinn und Zweck dieses Abends hier, tatsächlich. Aber ich denke mir einfach... Ja, genau. Als Schauspielerin macht man sich ja Gedanken. Frage. Man setzt sich ja mit der Rolle auseinander. Man sagt sich ja wahrscheinlich, wie würde das auf mein Leben, welche Auswirkungen hätte das auf mein Leben? Ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nee. Darum geht's ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht von Interesse, wenn du eine Rolle spielst, was du selber persönlich tun würdest. Also ob du das denkst oder in China fällt ein Sack um. Es geht darum, wie du die Rolle spielst. Das ist wichtig. Und nicht irgendwie immer diese Privatismen, dieses Persönliche in sich rumrühren. Warum geht's überhaupt nicht? Es gibt doch, meine ich, auch so gar eine Schauspielschule, die Lee Strasberg-Schule in Amerika, die tatsächlich auch versucht oder den Schauspielern beibringt, dass sie sich in eigene Situationen hineinversetzen sollen. Das ist aber was ganz anderes. Das ist ein handwerklicher Prozess. Mhm. Das ist ja die Frage, woher holst du die Mittel, um deine Figur zu generieren? Aber es ist nicht die Frage, was würde ich machen und wie fühlt sich das für mich an? Überhaupt nicht, sondern man muss eben schauen, woher holst du dir die Mittel und die Emotionen, die ganze Palette, um eine Figur zu bauen, möglichst komplex zu gestalten. Wo holen Sie die her? Lieber Hinak,
Das ist mir jetzt echt zu anstrengend, jetzt irgendwie so in 2 Minuten über Schauspielerei zu referieren. Das kann ich jetzt nicht. Das, glaube ich, ist auch nicht interessant. Interessant ist, was dann am Ende rauskommt. Wie ich das mache, ja nicht verraten, ist ja jetzt... Hä? Achso, Sie meinen jetzt nicht das Film. Also wie ich das, woher ich das hole, das ist ja jetzt wurscht, wie ich das mache. Ich bin ja auch nun schon so lange Schauspielerin. Das, glaube ich, kann man nicht so, in so einem Kürzel oder in einem Statement... Das ist mir ehrlich gesagt zu kostbar, um das so zu versimplifizieren. Ja gut, das ist ja eine Wenn Aussage. Das in Ordnung ist. Das ist ja eine Aussage. Ja, ist okay, meine, das danke ist, man schön. Muss auch mittlerweile seine Geheimnisse vielleicht auch bewahren. Ach, es geht oder? Ja gar nicht um Geheimnis, sondern darum, dass es einfach so, also so differenziert ist und sehr ausführlich werden würde. Das sind dann alle schon so. Lassen wir das hier. Lassen haben das alle hier. Dann schon oh. umgeschaltet zu ihren Kollegen. Bei, ich weiß nicht, welches Programm sind wir nochmal? Erstes, oder? Ja. Ja. Frühstück genau. bei Stefanie. Wenn Sie heute oder morgen oder irgendwo bei Sat.1 oder im ZDF Geld finden sollten, gleich wissen Sie, was Sie dann tun können damit. Haben Sie eigentlich Ihre Tochter vor irgendetwas gewarnt? Die will ja auch gerne, oder hat ja auch schon geschauspielert, vor dem Beruf Schauspielerei? Nee, meine Tochter studiert Tanz. Die hat mit Schauspiel gar nichts in London. Ja gut, sie hat ja schon geschauspielert. Oder? Ja, aber das war ja, wie Sie gerade ganz richtig sagten, vor 7 Jahren. Da war sie 12, jetzt ist sie 19. Jetzt tanzt sie im Grunde. Sie ja, getanzt hat sie schon einmal ihr Leben lang. Mhm. Sehr schön. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Dankeschön, vielen Dank. Ihnen zu Hause noch einen schönen Abend. Jetzt folgen die Landesprogramme. Bis morgen, 7:15. Das macht diese Diskussion so windig. Darf ich über den Sexismusdebatte im dritten Jahrtausend nicht mitdiskutieren? So tun Sie doch gerade. Nein, also das heißt, Sie sind der Mensch von morgen. Und der Mensch von morgen, den ich noch nicht kenne, aber von dem Sie behaupten, dass Sie der sind. Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin Per Kussberg, ich sitze hier, ich bin in Kreuzberg groß geworden. Ich kenne solche Momente nicht. Alle Frauen wollen mich, ich kann mich dem nicht entziehen, weil ich ja im Fernsehen bin. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die wollen ja alle was von mir. Nein, ich gehe in den Dschungel, um die 50.000 Knacker mitzunehmen. Ja. Was soll denn dieser Unsinn? Ja. Ich gehe doch nicht nach Hause, meine Haltung wieder. Das ist mir ehrlich gesagt. Such mal, dann geh doch nach Hause. Nein, Umhergeeiere wie Frau Neisko, auch, wie hieß sie denn hier? Die sagen alle, die da drin waren, naja, so eine gewisse Gunst hat es auch schon. Jetzt sind wir im Grimmelpreis, da lassen Sie mich doch mal reden. Ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen Frau, nicht darüber reden. Nee, denken da rede ich nicht. Denken Sie an Ihr Herz, ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit. Weil das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes. Nein, hat vielleicht nur 50.000 gekriegt. Frau Nick kriegt 150.000. Es geht Schluss ja nicht. Aus, stopp, das machen stopp, die Leute. Mal. Doch nicht, um die, Kräuter, die Tiere zu fressen. Ich behaupte, dass Frau Sass. Wie blöd muss man denn sein, um das zu glauben? Wie blöd? Frau Sass. Wie weit sind Frau Sass. Frau Sass. Wie weit sind Frau wir Sass. Denn langsam? In meinem ganzen Leben. Noch ich nicht weiß. So eine aggressive Frau wie Sie gesehen. Nee, aber Frau ich finde das Respekt. Ich weiß. Ja. Jetzt geht sich schon wieder eine Frau an. Seitdem ich im Fernsehen bin, gehen mich alle Frauen an. Ich kann mich nicht mehr retten. Aber als Kneiper mache ich das gerne mit. Nein, stopp. Knete in der Tasche zu haben und sagen, ich gehe mit erhobenen Hauptes raus. Ich denke jetzt an deinen Blutdruck, Katrin. Hat jemand einen Blutdruck? Das ist Sexismus. Darf ich mal ganz kurz dazwischen. Also, zum einen finde ich das sehr reflektiert, was Per Kussmark heute hier gesagt hat. Das ist das eine. Ich zitter am ganzen Leib. Und das findest du in Ordnung? Mit dem Zeit. Kommt, bitte, ganz ruhig. Das wird mal Zeit, mein Junge, du. Dass du dir mal überlegst, was du hier machst in dieser Runde. Mit Leuten, die du so... Bitte, einmal ruhig. Also, es ist ein freies Land. Jeder darf in diesem Land machen und tun, was er möchte. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es ging nicht um die Frage, warum macht man das genau? Macht man es aus finanziellen Gründen? Es gibt auch Menschen, die ganz andere Gründe hatten. Die machen das aus Imagegründen teilweise. Die machen das vielleicht, um auch ein Abenteuer zu leben, wie auch immer. Die